Wörter außer Betrieb. Schönen guten Tag bei der Nullnummer von Wörter außer Betrieb. Was sind Wörter außer Betrieb? Das müssen wir gleich erarbeiten. Mit dabei ist, bin ich, Thorsten Runte, sind dabei Tobias Hildebrand. Ach so, ich dachte... Und ich, Falk Schmitz. Und jetzt stellt sich mal der Tobi vor. Jetzt habe ich dir ans Wort geredet, das war jetzt nicht schön. Das machst du immer bei deinem Podcast. Da muss ich ja gucken, dass ich überhaupt zu Wort komme. Deswegen muss ich dort ins Wort, da muss ich meinen Gegenpartner ins Wort fallen sozusagen. Ja. Hallo Tobi. Ich soll mich vorstellen. Ja, das ist gar nicht mehr so einfach, weil ich eigentlich aus der Technik-Podcaster-Szene komme und seit 2008 so ein paar kleine Podcast-Projekte betrieben habe oder noch betreibe. Und das aktuelle Projekt ist immer noch der Apfelklatsch, ein Podcast, in dem es eigentlich um Apple-Produkte gehen sollte oder um die große Welt der Apple-Jünger, wie auch immer. Ich hoffe, das hat man jetzt halbwegs verstanden. Aber der Podcast driftet immer mehr ab und deckt auch andere technische Themenbereiche ab. Und du machst jetzt schmeißt den Ball weiter. Genau, und dann schmeiße ich mal den Ball an den Christoph weiter. Danke sehr, Tobias. Ich bin Jungunternehmer und habe mit meinem Vater und Freund zusammen in den letzten knapp 15 Jahren ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Wie hatten wir das gesagt? Ein zukünftiges Traditionsunternehmen. Jetzt schon gesetzt. Und begeisterter Podcast-Hörer bin ich. Ja, und wenn ich Podcasts höre, dann übertrage ich den Ton Kabel. Lassen wir das. Kein Werbeblock. Also du hast was mit Audio zu tun. Genau. Ne? Genau. Mit Audio. Du lebst auch von der Musik, so wie ich. Mit Audio-Krimskrams, genau. Da habe ich mich verirrt damals so im Jugendalter und habe das bis heute durchgezogen und bevor ich mich jetzt hier in Details verliere, schmeiße ich den Ball einfach weiter rüber an Falk. Ja, danke schön. Wer bin ich? Falk Schmidt. Ich bin, ich sage immer, hauptberuflicher Besserwisser, sprich ich bin Unternehmensberater und versuche den Unternehmen in Neuland ein wenig Digitalisierung beizubringen. Aktuell bin ich extrem beschäftigt mit dem Thema Datenschutzgrundverordnung, was auch ganz lustig ist. Die Menschen fragen mich immer, wie einem sowas Spaß machen kann. Bei mir ist das so. Ich hoffe mal, dass ich diesen Spaß ein bisschen hier reintragen kann. Kriege ich den Ball auch nochmal? Thorsten, sag doch mal was über dich. Ich bin der Thorsten. Moin zusammen. Ich mache seit 13, 14 Jahren Podcast, mache mehrere Podcasts und habe hier die ganze Truppe zusammen getrommelt, weil mir kam eine Idee, der Claim kam, die ganze, sagen wir mal so, es kam mir eigentlich so, dass ich mit meiner Frau im Auto saß und wir haben immer so Wörter gehört, die irgendwie so sich alt angehört haben. Und die so, ey, da wäre doch eigentlich mal Lust, sagte meine Frau, wäre doch eigentlich mal lustig, wenn so ein Podcast existieren würde, Wörter außer Betrieb. Und in dem Moment habe ich es im Lenkrad gebissen und sage ich, yo, den mache ich. Und da brauche ich noch ein paar Leute zu und deswegen habe ich den Tobi, den Christoph und den Falk dazu genommen. Meine Frau wollte den Podcast selbst nicht machen, obwohl die seit 14 Jahren oder vor 14 Jahren auch selbst Podcast gepodcastet hat. Und jetzt wollten wir mal gucken, Wörter außer Betrieb war der Name, aber was hängt dahinter? Wörter außer Betrieb sind Wörter und Redewendungen, die unsere Großeltern gesprochen haben. Die Sachen, die nicht mehr aktuell sind, nicht in jeder Region zum Beispiel gesprochen wird. Es gibt zum Beispiel hier, bei uns heißt ein Brötchen Brötchen, wie heißt es in Bayern, wie Weckmann und keine Ahnung, wo überall. Aber das sind so regionale Sachen, zum Beispiel Bresig, wer kennt schon Bresig? Die einen, für die einen ist das ein normales Wort, für die anderen so, hä? Und genau diese Wörter werden hier bei uns mal
immer so ein paar Minuten unter die Lupe genommen. Und dann würde ich nämlich sagen, dann soll der Christoph mal sein erstes Wort reinschmeißen. Ach, sehr schön. ja, erstmal kurz noch mal zusammentrommeln, das sagt man noch, oder? Oder du das gerade erwähntest. Zusammengetrommelt, das ist noch ziemlich geläufig, aber das ist nicht mein Wort. Das Wort, das ich mir ausgewählt habe für unsere erste Runde, ist Geheimbündelei. Und Nein, wir haben hier für euch ja schon vorbereitet ein Google Doc. Und ich finde so lustig, wir haben unsere Wörter ja schon aufgeschrieben und da stehen hinten ist Wikipedia. Und böse, Tobias, du darfst nicht den Wikipedia-Eintrag lesen. Das habe ich deswegen gemacht, weil ich das Wort gar nicht kannte. Ich wollte ja, jetzt das nicht ist so es ja, das ist es ja. Was meinst du, ohne den Wikipedia-Eintrag jetzt gelesen zu haben? Was heißt, was sind denn Geheimbündelei? Was kann das sein? Ich kenne Geheimbünde, aber ich kenne keine Geheimbündelei. Nee, vielleicht ist die Mehrzahl von Geheimbünde. Ach, das ist nicht. Denn Bündnisse, auch doof. Ja. Ja. Also ein Geheimbund sind so die Illuminaten. Oder? Ja. Also ich kann mir da jetzt oder die schlagende Bruderschaft, weil die Schlagen darf ja in Deutschland nicht mehr gemacht werden. Aua, es tat weh. Aber das ist ja auch ein Geheimbund. Oder die Banker untereinander würde man ja auch heute unter Geheimbund bezeichnen. Du meinst vielleicht die Geheimbünde von Geld. Bündeleien. Geheimen Geldbünde. Falk, du als Datenschutzbeauftragter. Hey, ich könnte mir vorstellen, dass es ja die Wortbildung daher kommt, dass es die Tätigkeit ist, einen Geheimbund zu keine Ahnung, Gründen, zu betreiben, etc. Also zu schnüren? Ja. Genau, richtig gut, gutes Thema, genau. Also dieses Thema Geheimniskrämerei, ne, Geheimbündelei, irgendwie einen Geheimbund zu schnüren. Oder ist das ein Geheimbund von Kindern im Kindergarten? Weiß auch allerlei, ne? Schon gut. Ja, ich verstanden. Ne, das ist so, oder ist das, sind das die Windeln, die man auf, boah, da möchte man gern als Geheimnis hinwegschmeißen. Mit Sicherheit, der Inhalt vieler solcher Bündeleien, der kommt dem, der Output, der kommt dem Ganzen sehr nahe, ja. Ist sogar unter Strafe gestellt in laut Strafgesetzbuch, Paragraph 128. Wie gesagt, mit den Windeln. Also sagen wir mal so, wenn ich überlege, was manchmal bei meinem Sohn oder meine Tochter da raus, ja, das muss unter Strafe gestellt sein. Too much information. Sagen wir mal so, die Väter unter euch, habt ihr gewickelt? Ja, ne? Aber logisch. Also nicht nur die Frauen mussten wickeln, sondern auch die Männer, ne? Wie ich auch. Was man da relativ schnell lernt, ist, dass man nach solcher Babynahrung, die oftmals so aus Karotten und so besteht, dass man diese Wickelei am besten nicht mit einem weißen T-Shirt nimmt. Kinder niesen dann gerne mal, weißt du, das kriegst du nie wieder raus. Sagen wir mal, es gibt so Techniken, ne? Man nimmt die Windel, packt die unten drunter, während die andere noch voll ist, zieht die nach oben, schnell wechseln. Nach drei Kindern habe ich es, aber wir sind zwar auch Bündeleien, aber ich denke mal, das hat nichts mit unseren Geheimbündeleien zu tun. In dem Bereich Technik, gibt es da Geheimbündeleien? Unser Technikexperte Tobi? Sicherlich gibt es das auch. Unter großen Milliardenkonzerne wird garantiert indirekt ein bisschen Geheimniskrämerei betrieben, um nicht vielleicht zu sagen Insidergeschäfte betrieben, das mal jetzt vorsichtig auszudrücken. Oder auch nicht vorsichtig, wie auch immer. Waren wir schon ansatzweise in der Nähe, Christoph? Ja, schon. Also gib mal uns einen Hinweis. Ein Hinweis? Es ist verboten, also, ja. Es ist verboten, genau. Also, hier, ihr Hörer, ne? Noch nicht auf unseren Wikipedia-Eintrag unter WAP
www.podcaster.de draufgehen. Wir haben das ja in den Shownotes verlinkt. Noch nicht draufgehen. Hört erst die Folge zu Ende und dann könnt ihr gucken. Richtig, sonst ist der Spaß ja vorbei. Es gibt ja schon genug Spoiler in dieser Welt. Also ihr seid schon auf dem richtigen Weg. Also Babywindeln. Ja, nein. Und jetzt zu viel zu verraten. Also denkt mal, wir haben ein sehr aktuelles Beispiel in Deutschland. Dagegen wird auch mittlerweile vorgegangen. Also du meinst Diesel? Nein, das... Kein Dieselskandal. Das ist nicht die richtige Richtung. Es gibt da so eine Sammlung von Menschen, die sich... Reichsbürgergeschichten, meinst du das zufällig? Ja. Ah, ist aber nicht geheim, oder? Das ist doch eher irgendwie... Doof. Blöd. Auch das, ja. Primär doof, aber geheim ist es irgendwie nicht. Ja gut, ja. Geheimbund, ja, aber hat das mit Geheimbund auch was zu tun? Sagen wir, also ich habe das Beispiel fiel mir jetzt deshalb ein, weil die ja schon, ich weiß gar nicht, seit wann die aktiv sind, aber die werden ja jetzt, also sie haben, gut, vielleicht haben sie sich nicht, also sie haben sich zumindest nicht öffentlich bekannt, nicht, dass ich davon vorher gewusst hätte. Vielleicht wurden jetzt einzelne versprengte Bekloppte abgetan, aber es scheint ja doch schon mehrere Orte zu geben, wo richtige Strukturen entstanden sind und sogar Parallelgesetze geschaffen wurden. Deswegen. Kann ich also sagen, nochmal so, wenn ich einen Geheimbündelei, wenn ich das Wort während 1920 oder 30 gesagt hätte, hätte da jeder gewusst, was das heißt? Ja, zu dem Zeitraum ja. Also ist es wirklich heute außer Betrieb? Weil also zu dem Zeitpunkt ja, sage ich, weil es wurde ins preußische Strafgesetzbuch 1851 aufgenommen. Und der Zeitraum, also jetzt Anfang des 20. Jahrhunderts, da war dieses Wort mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch im Gebrauch. Heute würde ich es als ein Wort außer Betrieb bezeichnen. Komm, sag mal, das ist. Es ist laut preußischem Strafgesetzbuch, wie gesagt, 1851 aufgenommen worden, 1871 in das Reichsstrafgesetzbuch übernommen worden und. Und es bedeutet, dass die Teilnahme an einer Verbindung, deren Dasein, Verfassung oder Zweck vor der Staatsregierung geheim gehalten werden soll oder in welcher gegen unbekannte obere Gehorsam oder gegen bekanntere obere unbedingter Gehorsam versprochen wird, einem Mitglieder mit Gefängnis bis zu 6 Monaten, an den Stiftern und Vorstehern der Verbindung mit Gefängnis von 1 Monat bis zu 1 Jahr zu bestrafen. Gut, also muss jeder Betriebsrat ins Gefängnis. ja. Aber da das meines Wissens nach nicht passiert, unterstreicht das noch mehr, wie sehr dieses Wort bereits außer Betrieb ist und auch die auch völlig aus dem, naja, also es ist sehr, sehr altbacken und völlig aus der Zeit gefallen. Gut, dann such du dir doch mal jetzt jemand aus. Wir wollen ja nicht so lange drüber sprechen, wir wollen ja kurz und knackig werden, aber komm, sag deinen letzten Ton noch. Der Paragraph war gegen die Freimaurer gerichtet. Warum das denn? Ja, weil die die sind doch so öffentlich. Ich meine, Entschuldigung, die haben heute Internetseiten, wo sogar gezeigt wird, wann die wieder nach zu irgendjemand anders von der anderen fahren und da kann man doch aber besuchen gehen. Sie haben doch die Tempel offen. Naja, aber damals doch nicht. Also damals war das doch noch, das war doch mal für mich eine Geheimloge. Also eine Geheimbündelei. Heidi gibt es ja auch erst irgendwie seit so, keine Ahnung, 15, 20 Jahren. Also. Wen gibt es erst seit 20 Jahren? Entschuldigung, habe ich akustisch nicht verstanden. Diese Offenheit bei den Kollegen Freimaurern und so, also das gibt es ja noch nicht so lang. Es gibt sogar Bücher. 2, 3 Stück stehen hier. Okay. Christoph, such dir ja noch mal, wir wollen ja immer 5 Minuten ein paar ganz kurz knackig drüber sprechen. Ich werfe dir jetzt den Ball zu. Mir. Ja. Oh, das kann länger werden. Also, ich habe mir hier gedacht,
Da ich ja von der Musik lebe, das ist eigentlich ein Doppelbegriff. Langspielplatte oder Album. Das heißt also, für mich ist klar, die LP, ne? Wer kennt, die LP ist zwar gerade wieder in allen Munden, Vinyl ist in allen Munden, aber eine Langspielplatte. Dieses Wort ist, finde ich, so gut, das ist so geil, so Langspielplatte. Das ist so ein schönes Wort, weil heute streamt man sich doch die Sachen runter und wenn, aber doch nicht ein komplettes Album, sondern immer nur einzelne Lieder. Die habt diese Playlist. Also so gegenüber Langspielplatte. So eine Playlist. Ja. Ja, jetzt, was habt ihr denn? Weil ich finde das, ich finde es immer schön, wenn ich eine Platte nehme, eine Langspielplatte. Ich sag ja auch schon nicht, Langspielplatte oder LP, sondern ich sag ja dann auch nur Platte oder das Album und leg das dann auf meinen Plattenspieler und lass dann 27 Minuten drüber laufen, bevor ich dann wieder umdrehe. Das ist doch Erotik. Das ist Zelebrieren von Musik, ja. Das heißt, mich erinnert das immer an Slow Food, an die Slow Food Bewegung. Also Langspielplatte. Ja, es ist eigentlich ein Widerspruch in sich, da sie ja zumindest nach heutigen Maßstäben nicht wirklich lange spielt, sondern eigentlich nur recht kurz. Mhm. Aber technisch gesehen war das damals natürlich State of the Art. Eine Rille durchgehend. 30 Minuten. ja. Habt ihr noch Plattenspieler? Ja, klar. Natürlich, jetzt letztens einen neuen gekauft. Und Falk, hast du einen Plattenspieler? Nein, ich habe tatsächlich keinen mehr. Ich habe irgendwo auf dem Dachboden habe ich noch einen Karton mit irgendwelchen Platten. Ich habe offen gestanden überhaupt keine Ahnung, was da drin ist. Ja, müsste ich direkt mal wieder nachgucken, was da. Aber ich habe überhaupt keine Möglichkeit, die abzuspielen. Ja, was mich daran ja auch stören würde, du kannst ja auch nicht irgendwie Titel überspringen und so. Ne? Das ist ja alles schon sehr, sehr analog. Ja doch, indem man gegen den Plattenspieler tritt. Badang! Ach so, ah, kling. Der Plattensprung. Könnt ihr euch an eure erste Vinyl erinnern? Über egal welche. Und dann könnt ihr euch an eine erste Single, Maxi und Langspielplatte erinnern? Welche das von euch waren? Ich weiß es. Bei mir ist es, glaube ich, so, ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind irgendwelche Kinderhörspiele, das war so, ja, keine Ahnung, Karl May und all so Sachen, sowas hatte ich als Platten. Bei Musik bin ich offensichtlich noch nicht alt genug, als dass ich da Musik noch gehabt hätte. Also bei mir waren das tatsächlich gleich irgendwie Kassetten und dann irgendwann CDs. Oh. Weißt du mal, wie lange das her ist mit den Platten? Ja, Entschuldigung, ich bin alt. Ja. Also ich kann ja mal auch sagen, meine erste Vinyl, Vinyl ist ja, ne, war Tom Petty's Maybe. Kennt ihr bestimmt alle. Mann aus den Bergen. Die Musik von dem Mann aus den Bergen, die Titelmusik. Wer die nicht kennt, googelt die, wenn ihr vor 1980 geboren worden seid, kennt ihr die. Meine erste Maxi war Blue Monday. Mhm. Mhm. Und meine erste Langspielplatte, ich finde dieses Wort einfach so schön, war, ratet mal, Peter Maffay, Tabaluga. Oh. Ich war ja ein Kind. Ich bin ja ein Kind gewesen. Und ihr? Tobi. Oh Gott. Also, ich bin ja Baujahr 77 und bin auch... So viel jünger bis jetzt auch nicht. Ja, aber mit Platten bin ich eigentlich wirklich auch nur wie der Falk in Berührung gekommen in Form von Hörspielplatten. Und dann bin ich quasi dann gleich schon auf die CD übergegangen. Also was war deine erste CD? Die erste CD war, glaube ich...
Also muss ich dazu sagen, ich hab einen sehr merkwürdigen Musikgeschmack, sage ich jetzt mal, für die Generation. Also damals habe ich mir dann CDs nachgekauft von CDs, die dann nachproduziert worden sind, die vorher auf Vinyl waren, so die ersten CDs von Genesis, also wo noch Peter Gabriel dabei war. Zum Beispiel The Knife, ein Album, oder Supper's Ready als Single, wobei man dazu sagen muss. Warum hast du ein merkwürdiges Musikgeschmack? Die stehen hier als Vinyl, als CD und sind bei mir auf der Festplatte. Ja, damals war Genesis in dem Alter jetzt kein Musikgeschmack, den man üblicherweise hatte. So das Comeback, so weltweit. Auf Waldbühne, geil. Okay. Ja, also so das. Ich hab ältere Brüder. Okay. Für den Mainstream kam ja Genesis 92 dann für die Masse wieder zurück mit der I Can Dance Tour, wo sie dann auch mit Volkswagen das erste Mal eine Promotion hatten, wo es auch Volkswagen das erste Mal mit einer Band eine Promotion eingegangen ist, und da wurde dann Genesis quasi so für die ganz breite Masse das erste Mal, denke ich, so richtig bekannt. Oh, den Golf Genesis. Ich hatte den Pink Floyd. Golf Cabrio und VW Polo Genesis gab es damals, ja, 92. Und davor war es eigentlich mehr so eine Avantgarde-Rock-Band mit Peter Gabriel, obwohl natürlich Phil Collins schon viel früher als Leadsänger vom Schlagzeuger nach vorne kam, ins Rampenlicht als 92, logischerweise. Aber so 92 war es denn mehr so wirklich Popmusik für die Masse. Und davor, was mich eigentlich mehr interessiert hat, war so der Avantgarde-Rock, wo dann auch ein Musikstück durchaus mal gute 25 Minuten gehen konnte. Wohlbemerkt, ein Musikstück. Ne? Und das war so das, was mich eigentlich eher interessiert hatte. Und da passt auch das Konzept der Langspielplatte gut dazu, weil es auch ein Konzept war. Das heißt, jedes Lied oder die ganze Platte war ein Gesamtkunstwerk und jedes Lied greift irgendwie ineinander und die ganze Platte erzählt quasi eine Geschichte, und das konnte nicht nur Genesis sehr gut, das konnte zum Beispiel auch Pink Floyd hervorragend, also mit einer Langspielplatte eine Geschichte oder ein Gesamtwerk zu veröffentlichen. Aber dann Christoph, du ja, der auch von der Musik lebst, was war denn deine erste Vinyl? Oh, meine erste Vinyl, das, da ich ja als, also. Wir reden jetzt nicht von deinem Vater, wir reden jetzt von dir. Und nicht die Platten, die du von deinem Vater aus dem Regal geklaut hast und bei dir reingetan hast, sondern die du dir gekauft hast. Ja, die ich mir gekauft habe. Ich habe auf jeden Fall eine der ersten Platten war das Johnny Cash Compilation. Dann habe ich noch eine Kraftwerkplatte gekauft. Und jetzt, ich weiß jetzt aber nicht mehr die genaue Reihenfolge, also welche da zuerst war, weil das war eher so in kurzer Zeit habe ich da doch recht viele gekauft, weil ich das Thema Vinyl, das ist für mich erst wieder durch die älteren Generationen relevant geworden, weil in meinem Umfeld hat niemand ernsthaft Platte gehört. Also es wird die einen oder anderen höchstens sehr selten, eben gerade auch wegen der Eltern oder aber du bist ja auch jung, ne? Du bist ja auch unser Küken hier im Haus, ne? Ich bin nur quasi das Küken, ja, kann man so sagen. Also insofern, also das deshalb, also Johnny Cash würde ich jetzt sagen. Johnny Cash, Best of. Der war ja schon fast tot, wo du den gekauft hast, ne? Ja, der ist. Der ist dann durch den Ring of Fire gesprungen, ja. Oh Gott, das war böse, ich weiß. Und jetzt werde ich von den ganzen Johnny Cash Fans gelyncht. Könnt ihr gerne machen, wenn wir uns treffen, gibt er mir ein Bier aus. du musst den Ball weiterschmeißen. Oder ich bin ja der Ballschmeißer. Du bist am Ball, du bist dabei. So. Ich lese jetzt hier zwei Wörter bei uns im Google Doc. Ich denke mal, der Tobi ist kürzer. Also nehme ich den Falk. Die Logik musst du mir bei Gelegenheit mal erklären. Nein. Ich bin Restdeutsch, okay, ich kann das. Ich liebe ja es parallel zu arbeiten online. Insofern habe ich jetzt gerade mein Wort nochmal geändert, weil ich dachte, die Einleitung ist so besser. Ich habe zwei kleine Worte reingeschrieben, die heißen im Nu. Also IMNU. Und ja, Tobi, du sollst nicht klicken.
Ich kenne im Nu so als mach mal schnell, genau. Eine Kürze. Ja, genau. Ne? Es geht an der Stelle einfach um ein Produkt und genau. Ein schnelles Produkt. Was glaubt ihr denn, ein schnelles Produkt? Ein Widerstand. Keine Ahnung. Nein. Abführmittel. Kommt drauf an. Tobi, hast du eine Idee? Tobi, erzähl mal. Eben nur, ich kenne es wirklich auch nur als Redewendung, dass was ganz flott geht, aber ich kenne nur gar nichts. Das Produkt gar nichts. Was willst du denn trinken? Gar nichts. Was? Das ist Schnaps. Das ist ein Schnaps, genau. Könnte da auch so ein Klopfer sein, den man so in so eine kleine Flasche kriegt und dann im Nu wegsäuft? So Partygetränk? Entschuldigung, Tobi, ich habe dich unterbrochen. Das klingt, ist es denn ein deutsches Produkt oder auch kann das aus Österreich kommen oder aus der Schweiz kommen? Weil da Das ist im weitesten Sinne ein deutsches Produkt, ja. Oh, das muss aber schon sehr alt sein, mein Gott. Ein bisschen. Gibt es das noch zu kaufen? Wieder. Es wurde quasi wiederbelebt. Ist das ein altes DDR-Produkt? Genau. Ist das Gegenstück zur 5-Minuten-Terrine aus? Nein. Aber die Richtung ist nicht falsch, ne? Also bleibt mal in der Richtung so Geschwindigkeit und es hat irgendwas mit irgendwas schnell. Kann das irgendwie sein, dass ein Fett ist zum vom Trabi abschmieren oder was? Nein, das ist nicht. Also so schnell ist der Trabi also doch nicht. Muss man denn da was dazugeben, um ein fertiges Produkt zu erhalten oder ist es schon fertig? Da muss man was dazugeben. Wasser. Richtig. Heißes Wasser. Ja. Aber. Nee. Ja, aber dann ist es ja doch wie 5-Minuten-Terrine eigentlich, wenn man da was Heißes. Also ja, von der Zubereitungsart her ist es ähnlich, genau, ja. Es ist aber was völlig anderes. Kartoffelpüree. Da dachte ich jetzt auch. Nee. Ich habe keine Ahnung. Ich gebe auf. Christoph. Keine Idee mehr. Christoph, sag doch mal was. Ja, eben nur. Also gibt es so in Dosen. Also gab es in Dosen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt auch wieder in Dosen gibt. Keine Ahnung. So Pappdosen, so ein Zeug. Da ist ja ein Bild. Dann gucke ich mir mal das Bild an. Das habe ich auch schon gemacht, aber das sagt nichts aus. Pappdose. Es ist eine goldene Pappdose. Also ich bin absichtlich auf diesen Wikipedia-Eintrag jetzt nicht gegangen. Okay. Ein Kaffeeersatz. Zum Muckefuck oder sowas. Ja. Genau, da sind wir an der richtigen Stelle. Weil du hast ja gerade Muckefuck drin gehabt. Nein. Ja. Instant-Kaffee. Es ist genau richtig. Es ist ja nicht Instant-Kaffee, es ist tatsächlich Kaffeeersatz, also Malzkaffee. Also eine Plörre. Plörre, also ganz furchtbares Zeug. Es gab ja diese Kaffeekrise in der DDR, so Mitte der 70er. Eine von vielen. Eine von vielen. Und das war der Auslöser quasi für dieses Produkt im Nu, wo im Prinzip ein Kaffeeersatz da kreiert wurde mit sehr hohem Gerstenmalzanteil. Ja, und das war dann ein, anscheinend bekömmlicher Kaffeeersatz. Also wenn man den Kaffee also ein bisschen aufkocht, hat man dann Bier? Und gären lässt? Genau. Wo wir ja wissen, dass Bier quasi ein Whisky-Vorprodukt ist, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Ne? Also es ist als Vorprodukt eines Whiskys. Richtig. Nein. Das wäre jetzt zu schön. Nein, also Spaß beiseite, war ein ganz, aus meiner Sicht ganz furchtbares Produkt. Ja, also hat man tatsächlich auch, konnte man als Kind ja auch trinken, weil es hat ja mit Kaffee überhaupt nichts zu tun gehabt. War tatsächlich die DDR-Marke für Instant-Malzkaffee. Also wie Karo-Kaffee bei uns. Das ist das Gegenstück zu Karo, richtig. Ja.
Und wer hat da drüben Werbung gemacht? Der Volker Lechtenbrink war es bei uns. Und wer hat es da drüben gemacht? Werbung und DDR. Ich musste da mal was erklären. Ach so, es gab, so die es Geschichte gab, mit es, Angebot und Nachfrage. Es gab aber Werbung. Ich habe einen Bericht hier darüber gesehen, der war letztens bei Amazon oder was zu finden oder bei Netflix, dass es Werbung in der DDR auch gab und es gab auch Werbeagenturen und sowas. Also ich glaube, bis Ende der 60er Jahre oder sowas gab es, glaube ich, Werbung. Danach war es einfach sinnlos. Ja gut, aber die haben ja auch Werbung gemacht, damit wir zum Beispiel Industrieware auf Messen und sowas ja auch kaufen konnten. Also dann haben die so ein Werbevideo da gemacht, damit man hier im Westen oder in anderen Ostblockländern Werbung gucken konnte. Ja, das mag sein, ja. Es gab immer Werbung in der DDR. Ja. Ich meine, hallo, Entschuldigung. So, angeblich gab es da ja auch Autos. Es gab ja selbst für den Trabi gab es ja Werbespots, ja, oder Würzburg irgendwie, aber dann irgendwie 60er Jahren danach war das einfach völlig zwecklos, weil 10 Jahre Wartezeit in einem Kleingedruckten. Macht ja keinen Sinn, für Dinge zu werben, die du nicht kriegst, ja. Auch das sehen die Startups bei den Crowdfunding-Seiten aber anders. Ja, das ist die Sache mit diesem Internet. Internet. Aber wir wollten den Ball weiterwerfen. Ja, der Ball muss weiter. Der Thorsten, der drängt hier gerade. Tobias, wolltest du noch was erzählen? Ja, das ist eigentlich bei uns in der Familie lange Zeit ein Begriff gewesen, wenn was gut funktioniert. Jetzt erkläre ich das Wort schon, das ist auch scheiße. Da habe ich das Konzept der Sendung gar nicht verinnerlicht, aber ja, gut, das war jetzt ein Fehler meinerseits, okay. Aber jedenfalls wurde bei uns immer speziell von meinem Opa gesagt, Knorke. Oh, das ist ja Knorke, das ist ja, da sind wir schon wieder in der Werbung der DDR, oder? Weniger. Ist das nicht in DDR? Knorke, das kommt, das ist so berlinerisch. So, das Wort ist so cool, das ist eher Werbung für die DDR. Der Knorke hätte ich jetzt auch irgendwie in die Berliner Ecke geschoben, oder? Ja. Ja, obwohl mein Opa nicht aus Berlin kam, aber irgendwie hat er das Wort für sich vereinnahmt oder hat es verwendet und immer wenn was, ja, wie gesagt. Also für mich war immer Knorke gleich mit Broiler. Nee. Also nein, er kam aus einer Ecke da. Broiler für das Händel so. Und Knorke, der Broiler ist Knorke so ungefähr in der Art. Knorke könnte aber irgendwie aus Star Wars stammen. Wie meinst du das, Christoph? Dann erklär mal. Das soll ich jetzt erklären? Ja. Weißt du, wenn ich jetzt so an die ganzen Sachen Borg, ja, und Knorke passt irgendwie rein, so von der Aussprache. Ja. Das hätte ich dann eher bei Spaceballs vor. Aber Knorke könnte auch schwedisch sein. Passt auch so ein bisschen in die skandinavischen Länder. Knorke, wir nehmen das erste Tisch ohne Werkzeug bei Ikea. Oder Knorke. Da gibt es doch diese Rockband, das Finn oder so, Knorkator. Ja, Knorkator. Die noch, die so ganz wild da rum irgendwie. Waren die nicht mal bei Eurovision Song Contest dabei? Knorkator? Seitdem wurden sie nie wieder gesehen. Wahrscheinlich aus gutem Grund. Also seht ihr Hörer, beziehungsweise ihr seht ja gar nicht, ihr hört ja. Das heißt also, wir sind ja nicht nur auf Wörter, die wir nicht mehr kennen, sondern auf Wörter, die wir kennen. Das heißt, wie Knorke zum Beispiel oder Langspielplatte. Oder, ne, also das sind so Sachen, die kennt man eigentlich. Deswegen sind es ja Wörter, die außer Betrieb sind, nicht vergessene Wörter. Das heißt also, wenn ihr Wörter habt, die ihr von euren Großeltern kennt, oder sprecht mal eure Oma an und sagt, ey, sprecht einfach mit ihr und sagt, das Wort kenne ich gar nicht mehr und er sagt, er kennt das gar nicht, dann geht bei uns auf der Internetseite, wie heißt die jetzt, Falk? Die heißt immer noch wab.podcaster.de, aber demnächst wird die anders heißen. Genau, schauen wir mal. Und da gibt's dann ein Google Doc und da könnt ihr einfach eintragen. Es wäre schön, wenn ihr euer Twitter-Client dann hinterschreibt. Auf keinen Fall eine E-Mail-Adresse, nichts hinterlassen. Ihr müsst, oder
wenn ihr das nicht wollt, weil es gibt ja hier Daten, wir sind kein Datenkrebs, wir werden die Daten nicht aus, wie heißt das, benutzen für irgendwas. Sondern einfach ich weise an dieser Stelle darauf hin, dass wir die Daten nur aus gutem Grund erheben, aufgrund unseres berechtigten Interesses, die Dienstleistung zu erbringen und dass wir die Daten selbstverständlich nach Benutzung wieder löschen werden. Genau. Das heißt also, es gibt also nur ein Google Doc, das klauen wir übrigens hier vom Anerzählt Podcast, weil der macht das nämlich auch immer. Man tragt einfach dann seinen Twitter-Handle rein, das Wort und vielleicht eine kleine Wikipedia-Link oder irgendeinen Link dazu, damit wir auch gucken können, was kann das bedeuten. Und dann werden wir das vielleicht aufnehmen. Und so werden wir irgendwann mal einen Haufen Wörter von euch für uns, für euch haben. Und ich denke mal, dieses Konzept wird sich noch ein bisschen ändern. Vielleicht klauen wir uns noch irgendwo was, hauen uns mehr in dem Wort rein, ins Gespräch rein. Wir müssen einfach mal gucken, wo wir hinkommen. Wir wollen auch ungefähr bei einer guten halben Stunde bleiben, plus minus 2 Stunden. Und dann werden wir mal sehen, wo wir hinkommen. Ich sag mal, gehabt euch wohl und tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss zusammen. Ah, ich hab was vergessen. Das Intro-Outro wird zurzeit gesprochen von Tobi Bayer. Von Tobi Bayer. Vom Einschlafen-Podcast. Danke, ich wünsche euch viel Spaß. Bis dahin. Wörter außer Betrieb.